Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Let's Play zu The Surge. Hallo, werte Let's Play-Gucker. Let's Play-Gucker. Ich habe hier 5041 Altmetall. Habe ich die nicht in ein Upgrade erst investiert? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe schon wieder vergessen, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Also außer, dass ich da weit, weit unten war. Gucken wir mal. Ich hatte jetzt ein Bein aufgewertet. Nee, das hat wohl... Das ist interessant, wann er speichert und wann nicht. Weil das habe ich doch noch auf Video gemacht. Schon komisch. Also, dann steigere ich jetzt nochmal das Bein. Genau. Und dann, das habe ich aber nicht gemacht, muss ich noch das Altmetall einlagern. So, gut. Dann geht's weiter. Ja, ich hatte ja gesagt, also letzte Woche, dass ich nicht in diese Richtung möchte. Ich habe mich mal wieder verlaufen. Ich sollte wahrscheinlich auch während dem Autofahren lieber nicht reden. Sonst komme ich immer an falschen Stellen Deutschlands an. Das war jetzt aber auch besonders kunstlos, was ich da gemacht habe. Wenigstens bin ich ausgewichen. Ja, schrei ein bisschen. Und dann kriegst du von mir auf den Äumel. Genau. Das Schöne ist, ich muss mal kein Altmetall einsammeln. Ein unverhofftes Glück. Und das wäre schön, wenn ich den irgendwann mal hätte. Und hier geradeaus könnte ich noch. Hier bin ich, glaube ich, bin ich da mal runtergesprungen? Wo geht's denn da hin? Da bin ich, glaube ich, ganz am Anfang mal runtergesprungen. Und dann gibt es da noch diesen zweiten Schmelz-Mini-Roboter da. Und ja, das ist bestimmt nicht nur einer. Machen wir den mal lieber schnell fertig. Und so geht das. Bin ich denn hier? Und da möchte ich jetzt eigentlich hin. Ach, hier bin ich schon. Hier bin ich schon. Aber das ist trotzdem ein bisschen gefährlich, weil da patrouilliert dieser Schnelle. Der glaubt auch, er kann mich treffen, aber ich bin heute gut drauf. Das sehe ich schon. Meine Reflexe sind geölt. Nur, dass hier die letzten Lebenspunkte gefehlt haben. Das wäre noch perfekter gewesen. Keine Ahnung, wie ich schon wieder etwas Schaden bekommen habe bei der Sache. Gut, der kommt aber nicht. Das heißt, ich kann mir... Ach so, und der Dings meinte schon vor mehreren Ausgaben... Ja, immer die falsche Taste. Ich solle mir doch mal eine weitere Waffe ausrüsten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann könnte man die durchschalten. Also, wie geht das? Ah, als Favorit markieren, okay. Das habe ich schon als Favorit. Und dann die hier noch. Und jetzt soll man... Ja, mit dem linken Digi-Pad-Key. Also, aber das ist doch schon mal wesentlicher Gewinn an Lebensqualität, dass ich diese Abkürzung endlich mal kapiert habe. Die habe ich schon mal benutzt, aber einfach nicht kapiert. Meine Herren, ich sag's euch, ich werde hier noch zum Experten. Naja, wollen wir nicht gleich übertreiben. So, dann hier wieder den Trick des Anlockens. Jetzt kommt er. Und dann hat er mich zwar gesehen, aber alles Schreien hilft ihm nichts. Genau, und ich nehme noch nicht mal allzu viel Schaden. Das kann ich sogar mal so stehen lassen. So, und hier haben wir ja gelernt, einfach durchrennen, dann passiert einem nichts. Das war jetzt zwei Dumme, ein Gedanke. Aber der Oberdumme triumphiert. So, Mann, das läuft ja, abgesehen von kleinen Verwundungen. So, dann nächster Programmpunkt hier. Immer schön auf den Doofen hier gehen. Und jetzt mal wieder ein Finisher. Gut machst du das, Hagen. Sehr gut, weiter so. Ach nee, du bist der Benjamin. Nee, wenn es gut läuft, kann das ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Wer brüllt hier?
Wer brüllt hier in der Gegend rum? Da brüllt einer in der Gegend rum. Und es ist doch ein anderer. Der aber schon wieder die Lust verloren hat. Wo ist er denn? Wo ist er? Nicht hier rumbrüllen. Ist er runtergefallen vielleicht? Hier hat doch gerade jemand gebrüllt. Ich kann hier nicht ewig warten. So, jetzt mal kurz die Orientierung checken. Da möchte ich nicht rein. Nicht. Nee, so Moment. Ha! Nee, da oben will ich rein. Will ich da oben rein? Ich bin gerade temporär etwas verwirrt, aber nur, temporär. Na, wo wollte ich denn jetzt nochmal rein? Ah, hier wollte ich, glaube ich. Ja, da wollte ich. Zu dem nach hinten wollte ich. Jetzt weiß ich aber nicht, ob hier nicht doch noch irgendwo einer stand. Ach, schaut mal. Hier kann man vielleicht kaputt machen? Nee. Okay, da kommt mir nichts in den Rücken. Den ignoriere ich und mit dem liefere ich mir jetzt den Kampf der Kämpfe. Wenn er mich mal bemerkt. Ah, hier steht was. Schaut mal. Blocke mit... ich lese nie Hilfstexte. Lüge! Hier, ich lese ihn gerade. So, was wollte ich... Achso. Blocke mit LB und R hoch oder runter, um hohen oder niedrigen Angriffen auszuweichen. Das ist mir alles viel zu kompliziert, sorry. Also da fehlt es mir an Erinnerungsvermögen und Geschick, um so ein komplexes Manöver umzusetzen. Ich wollte mich jetzt eigentlich an ihn anschleichen und in dem Moment muss der Saukerl sich drehen. Aber jetzt. Ja! Das war nicht gut. Irgendwas hat er mit mir gemacht. Ich weiß nicht was. Ich glaube, der verlangsamt mich da oder so. Ah ne, geht so ein bisschen in Flammen. Ja, wenn er nicht wie seine Vorgänger sich irgendwo verhakt, dann wird es schwer. Schaut mal, was der mit dem Boden allein schon macht. Aber vielleicht finde ich eine Stelle. Nein. Ah, das verlangsamt mich. Weg. Vielleicht finde ich eine Stelle, wo er nicht mehr folgt. Ich glaube, ich habe die Stelle gefunden. So, jetzt gucken wir aber erstmal, ob da oben irgendwie Verdruss droht. Da war ich nämlich auch noch nicht. Eigentlich brauche ich ja gegen den gar nicht kämpfen. Aber ja, wenn ich fliehen muss oder so, aber auf jeden Fall kommt der nicht. Warum kämpfen, wenn es nicht sein muss? Das sieht jetzt neu aus. Lass mich raten, dahinter steht einer hinter der Kiste. Es würde mich total überraschen, wenn das nicht der Fall wäre übrigens. So. Hier geht's rein. Aber da ist nichts. Warum ist hier nichts? Oh, die Kamera. Die Kamera. Oh. Das sind drei. Warum drei? Drei sind zwei zu viel. Aber der schlaue, aber trotzdem pfiffige Jörg. Ich rede müde, ich weiß. Hat ja seine Unlock-Drohne. Und jetzt hat aber was anderes nicht funktioniert. Gerade noch so. Ich hoffe, da kommt nicht noch einer. Gegen mehrere ist nie so gut. Und weg. Und wegspringen. Oh, das ist ein neuer. Der hat einen anderen Helm auf, oder? Der ist auch schwerer zu knacken. Naja. Nicht für meinen Finisher. So, Scarab. Ja, das ist ein neuer, ein Scarab-Kopfmodul. Oder Scarab das von den... Nee. Oh, das will ich haben. So. Dann, und wir haben immer noch unsere 6 Injektionen. Holen wir uns den nächsten. Da ist auch irgendwas. So, holen wir uns den hier. Bing. Komm her, komm. Ja. Das ist ganz böse, gell? Ja. Oh, irgendwie habe ich das ein bisschen nicht so ganz gut hingekriegt. Mache ich das gut? Wo kommt diese Geste her? Wer kann es mir sagen? Ein Fisch namens Wanda. Geiler Film, oder? Muss man doch mal sagen. Das sind 4 insgesamt. 4 sind 3 zu viel. Aber ich mache sie alle. Alle. Oh Gott, der ist ja besonders langsam.
Falsche Taste gedrückt. Seht ihr, ich bin ehrlich, wenn ich die falsche Taste drücke. So, ich möchte nochmal deinen Kopf, damit ich dieses Modul bald kriege. Naja, so klappt es natürlich nicht. Und jetzt gibt's noch einen. Also, wenn nicht noch irgendwo jemand hinter der Kiste rumsteht. So. Und wieder weg. Ha! So geht das. Ist doch alles kein Problem. Oh, Level 70 schaffe ich ja noch nicht. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Es eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Was ist das da? Führung? Führung? Ach, das sind einfach so Texte, die man sich angucken kann. Das sieht doch nach einem neuen. Nach was sieht das aus? Ist das vielleicht sogar ein neuer? Oh, die Enttäuschung. Okay, Forschungsabteilung soll ich noch nicht rein. Das bin ich aber schon enttäuscht. Das habe ich hier so schön gemordet. Das kann ich noch nicht frei. Wahrscheinlich ist das die Steuerung, oder? Brauche ich ja gar nicht versuchen. Das ist gemein. So. Ja, dann, wenn ich nichts übersehe, ist das hier noch ein Dead End. Schade. Ne, ich glaube, da ist nichts. Ups. Fluchtweg, hihi. Hier war ich noch nicht. Da ist aber außer kein Licht nicht viel. Doch, da geht's rum. Ah, da liegt was, immerhin. Vitalboost V1, ich habe hunderte davon mittlerweile. So, ich habe ja da alle tot gemacht und an dem laufe ich einfach vorbei. Oder ist hier irgendetwas da hinten vielleicht? Nö, dann lasse ich dich mal da. Und der rechts ist ja auch unnötig. Also ich habe immer mehr die Furcht, dass ich hier weiter muss, wo diese Fiesen stehen. Aber die könnte ich ja auch nach und nach pullen. Hoffentlich, ja, weiß nicht. Wenn ich die gepult bekomme, dann räume ich davor aus. Aber vorher mache ich noch was anderes. Ich gehe es doch noch mal hier lang. Da möchte ich nur nicht runterfallen, darum genau lasse ich da die Drohne die Arbeit machen und ziehe ihn hier in sicheres Gelände. Kommt er nicht? Er kommt. Kommt, den machen wir auch so fertig. So geht das. Schaut her, kein Problem. Ich habe noch mindestens 2 Lebenspunkte. Das war schrecklich, was ich da gerade gemacht habe. Aber man nennt es das Glück des Tüchtigen. Da bin ich auch noch nicht durch. Okay, also erstmal zeige ich euch hier etwas, was ich euch schon erzählt habe aus der verschollenen Folge, wo ich ganz toll gespielt habe. Leider hat es niemand sehen können. Aber heute spiele ich auch gut, oder? Bislang. Hier ist es also auch wieder so eine Abkürzung, wie wir sie schon hatten, aber eine andere. Und die führt hier zu einer Tür, die ich aber nicht aufmachen kann. Personalankunft, da müsste ich von oben das mal aufmachen können. Irgendwie habe ich das versäumt. Keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder runtergefallen und tot. Was ich wirklich erstaunlich finde, das ist doch jetzt echt kein langer, tiefer Fall. Oder würdet ihr mir da zustimmen? Das ist doch Pipifax. Und da gehe ich tot. Ist ja okay, Fallschaden, aber doch nicht gleich komplett tot. Das ist doch einfach Kokolores. Halt die Fresse. Okay. So. Genau. Und wo war jetzt diese Abkürzung nochmal? Das war hier jetzt genau. Ja, das spart doch einiges. Und wo ist der Typ gerade?
Also ich sollte es nicht gerade auf ihn drauf fallen. Sag nicht, das ist ein Einmalgegner. Ah nee, das kommt erst noch da. Das ist zweistufig. Das war jetzt natürlich sehr schlau. Erst ihn auf mich aufmerksam machen und dann sonst nichts tun. Okay. Sein Pech, dass ich genug Energie hatte. Mein Pech, dass ich fast tot bin. Aber ich habe es nochmal geschafft. Es war ein bisschen planlos, das gebe ich zu. Vorhin lief es besser. So. Gut, dann haben wir ihn hier. Das ist ein schneller, oder? Ja, ja. So. Ja, da haben wir uns beide getroffen, aber ja, da wäre es besser, da hätte ich jetzt schlauerweise auf meine andere Waffen gewechselt, um diese letzten paar Hitpoints ihm noch schnell wegzumachen. Das war jetzt taktisch noch nicht ganz perfekt. So, das wissen wir langsam, wie es geht, auch wenn es ein bisschen ermüdend ist. So, natürlich jetzt gleich zu weit gelaufen. Ja, so folgt einem schönen Durchgang, ein nicht so schöner, war ich einfach zu unvorsichtig. Ah, aber ich hätte jetzt gar nicht wechseln dürfen. Warum eigentlich nicht? Weil gerade ging es nicht. Naja. So, ich muss ein bisschen an mein Altmetall denken. Lacht nicht, aber wo genau habe ich das nochmal liegen lassen? Wo genau habe ich das liegen lassen? Ah, da hier links. Ich erinnere mich. Ihr haltet das alles wahrscheinlich für einen Scherz, aber... Es ist keiner. Es ist die bittere, grausame Wahrheit. Ah, das war dumm. Ja. Das sind jetzt mal so ein paar tausend weniger. Das habe ich nicht gesehen. Das ja dumm. Einfach dumm. Dummer Tod. Komm jederzeit. Halt die Fresse, bitte! Ach, eigentlich würde mir was fehlen, wenn sie nichts sagt. So, jetzt laufen wir hier einfach mal durch. Ich habe keine Zeit für dich. Dieses Locken ist klar, ich bin gelockt, aber es nervt trotzdem. So. Jetzt hier durch. Und dann machen wir es dieses Mal hier besser. Das müsste doch jetzt eigentlich der andere sehen, dass da einer durchgeflogen gekommen ist. Oder nicht? Hä? Ich scheine... Halt. Alles halblang. Nee, es war schon die richtige Drohne. Komisch. Warum geht denn die jetzt nicht an? Hm. Ja, ist ja gut. Hm? Ich glaube, mit dem komme ich nicht so gut um. Nee, ich bleib mal bei meiner Imperator-Dingens. Ja, ich habe es gut. Also Altmetall waren es so 5.500 bis 6.000, die ich jetzt verschenkt habe in einem kurzen Moment des Abstürzens an einer dunklen Stelle. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Das ist zwar schön, aber ich kämpfe trotzdem wieder mit meinem Imperator weiter. So. Jetzt habe ich auch keinen Druck. Und der läuft ja auch rum. Wie unvorsichtig von ihm. Und zu früh mit seinem komischen Gewackle anzufangen, auch sehr, sehr unvorsichtig. So. Du kommst nicht da hinten, oder?
So, da liegt was. 180 Altmetall. Ich bin ja ein Krösus, oder? So, ach, dich habe ich ganz vergessen. Aber ich habe nicht vergessen, wie man dich besiegt. Das hatte ich dummerweise nicht auf die grüne Leiste geachtet. Tja, too bad. Aber ich bin ja noch im Spiel. Ich habe ja auch noch fast alle Lebensinjektionen. So, was ist mir da gerade passiert? Und warum ist hier mein Altmetall? Fragen über Fragen. So, dann Schema F. Warum kann ich denn nicht mehr das einsetzen? I don't get it. Wenn mir das irgendjemand sagen möchte, weil es die falsche Drohne war. Alles gut. Ach ja. Na, da bin ich in ihn reingesprungen. Nicht sehr schlau und nochmal in ihn reingesprungen. Naja. Jetzt weiß ich nicht, ob der andere noch unter... Oh, der ist eher in der Nähe. Okay. So, irgendwie, irgendwas habe ich hier Blödes gemacht. Ah ja, schaut mal. Da, irgendwo hier muss ich... Ach, da bin ich. Oh, das ist natürlich auch ein bisschen eng. Das ist sogar relativ gefährlich, hier zu kämpfen. Das war mir bislang gar nicht bewusst. Und da unten ist der zweite. Der kommt jetzt. Kann er ruhig machen. So. Oh, das war schlecht. Das war wieder schlecht. Ich habe das nie gesehen, dass hier runtergeht und bin ja x-mal rumgelaufen, nie was passiert. Also, dass ich da drauf gehe, das sehe ich ja sogar ein. So, aber jetzt wollten wir hier uns nochmal mit diesem Buben beschäftigen. Da musst du früher aufstehen, du Loser. So, gut. Und jetzt? Ja, hier wären sie gelegen. Gehe ich zum ersten Mal hier entlang. Oh, da ist was. Und ich kann es wieder nicht benutzen. Also langsam nervt es. Ich kann nichts benutzen. Wenn der Gang schon rot ist, das wird nicht gut enden. Das ist doch bestimmt eine Abkürzung, die ich bislang nicht gesehen habe, oder? Was sehen wir denn hier? Da ist was, was ich noch nicht kenne. Nee. Audiolog. So viel zu Hilfe. Es ist schon über einen Tag und immer noch nichts. Sie antwortet nicht, wenn ich sie kontaktiere. Es wird schlimmer da draußen. Die Geräusche machen mich fertig. Ich kann sie immer noch hören. Die Schreie haben aufgehört. Das ist ein Segen. Aber da sind andere Laute. Ich habe einen Typen gesehen, der war in fürchterlicher Verfassung. Aber er schien zu wissen, was er tat. War auf dem Weg Richtung Vorstandsebene. Vielleicht hätte ich hingehen sollen, wie sie gesagt hat. Ja. Nö, hier ist irgendwie nichts. Oder? Nö. Ja, die Optionen werden geringer. Jetzt bleibt mir doch eigentlich nur noch das Pullen. Aber ob ich das jetzt noch mache... Das würde ich, glaube ich, lieber zu Beginn einer Folge anfangen. Ich schließe so Sachen nämlich gerne auch ab, aber jetzt probieren wir. Genau, jetzt machen wir einmal probieren wir es. Nee, ich mache noch was anderes vorher. Und zwar hole ich diesem Mädel jetzt ihre lange Stange. Und zwar von ihm hier. Das muss es sein. Ich muss nur gucken, dass ich sie richtig, dass ich ihn richtig, es ist keiner mehr da. Das soll auch mal jemand kapieren. Das kapiert doch niemand. Ich hätte also zwei Chancen gehabt, ihr das zu bringen.
Seltsam, oder? Ich verstehe es wirklich nicht. Na gut, es gibt ja da oben noch mal zwei. Ich bring dir deine Latte. So. Ah, da ist einer, aber dahinter der Kiste steht auch einer. Jetzt bin ich mal richtig ausgewichen. Und wenn man das tut, dann sind die sowas von tot. Und es ist hinter der Kiste noch einer. Und dann sind da nur die Fiesen, zu denen ich aber ja nicht mehr hin muss. Der war auch schon effektiver. So. Und jetzt kann ich es ja zumindest mal probieren und in der nächsten Folge kämpfe ich mich dann durch. Hui, so viele Buben. Ach, und der kommt als erstes. Das finde ich jetzt äußerst unangenehm. Aber solange die anderen nicht auch kommen, das ist so ein Verlangsamungsding. Kommt er raus? Er kommt raus. Rauskommen ist gut. Und jetzt ist er bestimmt wieder irgendwie... Oh. Ja, ich sollte mich auf keine Nahkämpfe einlassen. Ja, das kannst du ruhig machen, was immer du da machst. Komm ruhig noch ein Stück, weil dann bist du von den anderen Leuten weg. So. Ne, wie habe ich das vorhin gemacht? Ich bin immer wieder hingesprungen, gell? Och. Och Gott. Nee, nicht gehen. Bleib hier. Nicht gehen. Nee, das ist mir zu heiß. Er kommt jetzt mit seinem schlechten Bein nach hinten. Sieht irgendwie fies aus. Oder wie beim Terminator 2, wenn der sich so verwandelt hat ein bisschen. Beeindruckend, wirklich sehr beeindruckend. Nee, nicht in den Nahkampf, ja, geh weg, geh weg, geh weg, sonst stirbst du. Einfach, oh, er kommt bis hierhin, das wusste ich nicht. Wusste nicht, dass das erlaubt ist. So, und wieder weg, gleich weg. Nein, weg. Ach so, jetzt flieht er wieder, feiges Stück. Nicht in den Nahkampf. Ups, was war das? Ah, ich muss noch. Ja. Da wäre ich jetzt fast im Versuch, das Handy auszuschalten, ganz böse draufgegangen. Wie viel sind das dann noch? Eins, zwei, ich glaube zwei Buben, einer ein Nahkämpfer und dann noch mal so ein Fernkämpfer weiter hinten. Ja, gleich erwischt es mich. Ja, gleich zurückspringen ist die Devise. Ja, nicht das, was ich hier mache. Wie oft ich heute mit nur einem Lebenspunkt überlebe, ist auch interessant, oder? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich an sein Bein rankommen soll. Ich habe hier keinen Platz, um ihn rumzutänzeln, großartig. Aber das schaffe ich auch besser, wenn ich damit mehr Geduld spiele. Ah, ist vielleicht gar nicht so unmöglich, wie ich dachte, die Stelle. Ah, jetzt habe ich keine Heiltränke mehr. Das Locken ist gar nicht so gut immer. Manchmal ist es gut, manchmal ist es gar nicht so gut. Oh. Das war jetzt zum Beispiel nicht so gut. Okay.
Ja, aber ich denke, da komme ich durch in der nächsten Folge, oder? Es war jetzt eine eher knappe Runde, 25 Minuten, glaube ich. 30 müssten es gewesen sein. Ja, schaffen wir in Folge 13, oder? Bye bye.